Hallo, grüß euch. Das bekannte Bild in SketchUp. Der Himmel und der Horizont und die Erde und ein Schatten. Aha, ein Schatten und ein bisschen komisch dieser Schatten. Und schauen wir mal, wen wir da finden. Hier haben wir Sophie. Sophie ist nicht nur meine Schülerin, sondern Sophie passt darauf auf, dass ich euch erkläre, wie auch ihr euch so eine Ukulele bauen könnt. Und ab und zu hat sie mich schon daran erinnert, dass manches nicht so ganz gut erklärt ist. Und wenn das so sein sollte, bitte, dann schreibt mir. Ja, Sophie hat sich auch gedacht, manchmal bei Regenwetter ist es besser, wirklich, wenn man auf einem Instrument herumzupfen kann und ein bisschen vielleicht den letzten Popsong ausprobieren kann, der einem wirklich so nahe gegangen ist und der einem so gut gefällt. Nun, dieses kleine Instrument hier, Ukulele, kennst du vielleicht bereits schon aus dem Unterricht. Es ist nicht nur eine kleine Gitarre, es ist eher eine kleine Mandoline. Und sie kommt ursprünglich aus Europa, die Mandoline. Und sie ist ein mit Stahlsaiten besaitetes Instrument. Und diese Mandoline hat eine Reise nach Südamerika gemacht in den Zeiten der Kolonisation und hat großen Anklang dort gefunden und wurde dann, weil die Leute die Ukulele so fantastisch fanden, einfach von ihnen nachgebaut mit den Hölzern, die man dort gefunden hat. Und zwar waren das eher Kokosnusshölzer und so sind diese Hölzer auch sehr hart und der Klang dieser Ukulele meistens auch sehr hölzern, was aber eben schön ist bei einem kleinen Instrument. Die ersten Schritte möchte ich dir hier zeigen. Und du siehst hier schon den Korpus und schauen wir uns das einmal an. So ein Korpus ist ja nun auch kein Wunderstück. Das ist nur eine geschwungene Kiste mit einem Loch drin. Genau, das Schallloch. Und schauen wir hinein. Ich gehe mal in Einzelteile auflösen. Da ich alles gruppiert habe, kann ich es auch zur Seite schieben. Also hier haben wir zum Beispiel die Decke. Wenn ich die Decke anschaue und zur Seite schiebe, dann sehe ich hier drin eigentlich nichts weiter als diesen dünnen Rahmen, der außen drum herum geht, und eben halt diese kleinen Balken, die vom Anfang bis zum Ende gehen. Und dieser Boden ist eigentlich nichts anderes als die Decke. Diese Bälkchen helfen der Decke, dass sie sich nicht durchbiegt. Denn auf so eine große Distanz würde sich eine 3 mm Decke doch schon durch Druck und Zug durchbiegen, was dann zu ungewollten Tonveränderungen führt. Nun bauen wir sie wieder zusammen. Du siehst jetzt, wie man alle Schritte rückgängig machen kann, hier mit dem rückgängig machen Pfeil. Sophie beklagt sich gerade nicht wirklich, also scheint diese Erklärung angekommen zu sein. Nur sie wüsste gerne, wie es weitergeht und wie man so etwas herstellt. Und vor allen Dingen wüsste Sophie gerne, warum diese Ukulele so groß wird, dass sie eigentlich darin baden könnte. Das hat einen Grund in SketchUp, dass man sehr kleine Radien, das heißt, wenn ihr stellt es euch vor, ihr müsst mit einem Zirkel einen ganz kleinen Kreis schlagen, der wird halt meistens nicht so schön rund wie ein großer Kreis. Und mehr möchte ich dazu nicht zu sagen. Es ist ein bisschen eine Programmierschwierigkeit, die noch nicht ganz bewältigt worden ist. Und deswegen möchte ich diese Datei an euch schicken, allerdings ohne den Korpus, den Rahmen, Decke, die Leisten und das Schallloch und so weiter, sondern ihr bekommt von mir nur dieses Stück.
quasi diese Schnur hier vorne und werdet aus dieser Schnur alles andere entwickeln. Und das werden wir in SketchUp machen, in SketchUp Online. Und viel Spaß wünsche ich euch dabei. Bis zum nächsten Video.